Trommelwirbel und liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Hoffentlich wird's eins. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf ein richtiges Let's Play. Nicht 1, 2, 3 Folgen, nicht 4, 5, 6 Folgen, sondern ein richtig ausgedehntes Rollenspiel, in das ich mich so richtig versinken kann, das mir aber auch die spielerische Freiheit gibt, mich da ein wenig drin auszuleben. Und nein, Skyrim, das lassen wir liegen. Das habe ich jetzt schon zweimal angepackt. Ich glaube, Skyrim, das wird es auf diesem Kanal so nicht geben. Ich hatte auch überlegt, hey, vielleicht nochmal eine Runde Dark Souls dieses Jahr. Irgendeinen Dark Souls-Teil nochmal durchspielen. Aber das hatten wir ja alles schon mal, ihr lieben Leute. Deswegen habe ich mir gedacht, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, das Remaster, ist ja gestern erschienen. Und das Spiel fand ich schon damals sehr interessant, habe es aber auf der PS3 nie lange gezockt, weil es da Performance-Probleme gab und ich dann immer recht schnell abgeturnt war. Jetzt ist es nochmal draußen, sogar in überarbeiteter Fassung. Ich bin sehr gespannt, das Spiel sah damals schon wirklich sehr interessant aus. Und das könnte etwas sein, in das ich mich hoffentlich etwas länger verliebe als in die normalen Projekte, die hier mittlerweile so laufen. Das sind ja immer so kürzere Reihen. Aber nein, diesmal will ich wirklich ein bisschen länger am Ball bleiben und mich wieder so richtig in ein Spiel verlieben, wie es damals bei Witcher 3 der Fall war. Das fand ich toll. Das war eine schöne Zeit. Ach Mensch, jetzt Witcher 3 zocken. Nee, machen wir nicht. Wir spielen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning in der PC-Version mit dem Controller. Hoffentlich klappt alles. Ich müsste alles richtig eingestellt haben. Ihr lieben Leute, ich begrüße euch deswegen ganz herzlich. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück. Viel Spaß mit einem neuen Spielstand auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Mehr traue ich mir hier noch nicht zu, denn ich kenne dieses Spiel nicht. Ich habe maximal 2 Stunden Spielerfahrung und deswegen normal reicht da erstmal aus. Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im 2. Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha De Jon, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Oh!
Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Hui, und damit willkommen zur Charaktererstellung. Und man merkt auch gleich, dass wir es hier mit einem Spiel zu tun haben, das mitten aus der PlayStation 360-Ära ist, also der Zeit von PlayStation 3 und Xbox 360. Jetzt können wir uns erstmal für ein Geschlecht und für ein Volk entscheiden. Die Almain, Varani, irgendwas anderes und Doc Alpha. Und ich möchte ganz gerne einen Varani spielen, denn abgehärtet durch ein Leben auf See gibt es unter den Varani ebenso viele Piraten und Söldner wie gewiefte Händler. Sie bevorzugen Schwerter und Dolche als Waffen, die auch für einen Kampf auf See geeignet sind. Bevorzugen bedeutet jetzt nicht, dass sie nur das tragen können. Das ist ein Rollenspiel, hier können wir uns sehr breit ausleben. Genau, die Almain sind eine kriegerische und religiöse Nation, um deren Herkunft sich zahlreiche Geschichten ranken. Die Jos Alpha sind ein altes, stolzes Volk aus den gefrorenen Ländern des Nordens und die Doc Alpha sind als kultivierte Gelehrte auf den Gebieten der Magie und Diplomatie bekannt. So, deswegen wird es ein Varani, ein Pirat. Leben auf See, da sehe ich mich. Welchen Gott möchte ich anbeten? Vrekor, Njordir, Tyron? Ich glaube, das heißt Tyron, Belen, Lupoku oder keinen Gott. Dafür gäbe es einen Erfahrungsbonus. Feuer, Wasser, Krieg, Tod, Unfrieden, keine. Ich würde fast sagen, Belen, den Gott des Todes, als Pirat, oder Tyrdon, Gott des Krieges, der Schlacht und der Taktiken, Gott des Wassers, Gott des Feuers, eher noch den Gott des Wassers, weil Pirat. Ich nehme den Gott des Todes, Volltrefferchance und Volltrefferschaden. Ja, klingt gut. So, Gesicht, Aussehen, eine Vorgabe. Ich würde zumindest von der Vorgabe her mal dich nehmen. Und Augenfarbe, irgendetwas sehr Helles. Lidschattenintensität. Das sind diese Regler, da kann man sich ewig drin verlieben. Bartstoppeln. Also eigentlich keine Stoppeln. Ich möchte schon eher dann, wenn, den richtigen Bart. Oder? Wäre jetzt nicht schlecht. Haare, Frisur. Was gibt es denn da alles so Schönes? Charaktererstellung, das ist nie wirklich meins. Diejenigen von euch, die mir schon länger zuschauen, die wissen das. Das sieht jetzt zumindest nicht ganz schlecht aus. Nicht gerade die Sternstunde der Charaktererstellung hier. Okay, das geht durch. Gesichtsbehaarung. Ja, da geht's langsam in die richtige Richtung. Das sieht nicht schlecht aus hier. Oder so? So wäre auch nicht schlecht. Ja. Nehmen wir. Also ich.
Die Farbe? Ginge auch weiß? Nee, sieht scheiße aus. Ich kann ja so einen richtigen Rotbart machen. Ragnar Rotbart. Aber nein, ich kenne mich. Ich entscheide mich für das langweilige, dunkle, schwarz, naja, fast schwarz, mit weißen Strähnen drin oder grauen Strähnen. So, mein Gesicht, genau, die Tätowierung, da nehme ich etwas anderes. Erstmal abchecken, was da so alles möglich ist. Oh, das finde ich nicht schlecht. Wobei, das sieht auch nicht schlecht aus. Oder hier... Die Finger im Gesicht hat auch was. So, ich glaube aber, es wird das hier, oder? Ja, das sieht gut aus. So nehme ich das. Gesicht hatte ich schon. Vielleicht die Augenfarbe nochmal etwas anpassen. So viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Rote Augen. Wir nehmen rote Augen. Bestätigen. Ein Warani muss wohl ein Söldner gewesen sein, den der Krieg hergeführt hat. War ja klar, wie das für ihn endet. Aber er ist in einem ziemlich guten Zustand. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Stigandre. Auch nicht schlecht. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Stellt euch mal vor, ihr erwacht in einem riesigen Haufen menschlicher Überreste. Der da einfach so auf dem Boden vor sich hin verrottet. Und damit sind wir drin. Im Spiel. Aus der Dunkelheit ist unsere Queste. So, ich kann nicht springen, aber ich kann rollen. Und irgendwie fällt hier um mich herum alles zusammen. Und was ich mich schon damals gefragt habe, hier sind diese Leichenberge, hier wird man runtergeschmissen, damit man verrotten kann. Aber hier befindet sich auch eine unterirdische Anlage. Nicht schlecht, Herr Specht, sage ich mal.
Da vorne glänzt es. Aha, es ist eine Entsorgungsnotiz. Geheimhaltung ist noch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürften dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von den Aschehaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht ihre ursprünglichen Körper waren. Fomorus Huge. Aha, und eine Truhe, die schon geplündert wurde. So, mitnehmen das Ganze. Bevor wir jetzt gleich rein ins Tutorial starten, ein paar allgemeine Infos. Das Spiel ist 2012 ursprünglich erschienen, deswegen sieht es auch so aus, wie es aussieht. Ich finde aber, dass es recht gut gealtert ist. Mitgearbeitet haben einige namenhafte Personen, darunter einer der Stammautoren von Dungeons & Dragons, sowie auch einer der leitenden Entwickler von Elder Scrolls Morrowind und Elder Scrolls Oblivion. Wir können hier also schon was Gutes erwarten, was die Story angeht und was das Spiel angeht. Es ist aber ganz anders als Skyrim mehr auf Adventure-Action ausgelegt. Also wir haben nicht die Ego-Perspektive und können allen möglichen Kram anstellen. Es spielt sich eher wie ein The Witcher. Einfach damit ihr es gehört habt. Warum es damals gescheitert ist, weiß ich sogar gar nicht. Es hat sich über 1 Million Mal verkauft, aber es reichte wohl nicht aus, um ein Fortbestehen des Studios zu gewährleisten. Oh, das ist wohl der Verbrennungsofen. Dieses Schicksal bleibt mir zum Glück erspart. Was haben wir hier? Ein rostiges Schwert. Alles nehmen. Du hast neue Gegenstände. So. Das Menü hätten sie ruhig mal überarbeiten können. Es ist noch dieses alte, sehr konsolenlastige Menü. Zum Glück spiele ich mit einem Controller. So, primäre Gegenstände, ein rostiges Langschwert. Was ich damals schon sehr geil fand auf Screenshots und in anderen Let's Plays, ist, dass das Spiel zum einen sehr, sehr geile Rüstungen und Waffen hat und zum anderen sich wirklich sehr, sehr fresh spielt. Also sehr frisch, dynamisch, sehr actionreich. Ich habe aber keine Erfahrung, was Skillungen, Items, Klassen, Zauber, ich weiß überhaupt nichts über das Spiel. Ich habe es ein paar Stunden gespielt und mir ein paar Videos mal angeschaut, vor ganz vielen Jahren. Also bitte erwartet nicht zu viel von mir. Wir werden dieses Spiel gemeinsam kennenlernen. Das ist mir ganz wichtig. Und bitte haltet euch mit Spoilern zurück. Gerne dürft ihr wie immer Hinweise geben. Aber bitte drückt mir keinen Spielstil auf oder sagt mir Dinge, die ich jetzt unbedingt tun soll. Sondern lasst uns dieses Spiel eher gemeinsam erkunden. Vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere erkundet es neu und wieder, nachdem es vielleicht vor vielen Jahren schon mal durchgespielt wurde. Andere sehen dieses Spiel zum ersten Mal. Deswegen haltet euch bitte mit Spoilern zurück. Das wäre mir sehr lieb. Vielen lieben Dank. So, ihr lieben Leute, jetzt gehen wir hier aber rein. Sie sind überall. Lauft! Und irgendwer ist hier überall und deswegen muss ich laufen. Oh. Flieht, Kinder des Staubs. Flieht vor der Macht der Tuata. Die Tuata sind hier. Und sie scheinen nicht sonderlich gut gelaunt zu sein. Ich schaue gerade mal, kann ich auch richtig rennen? Oder ist das schon das Rennen hier quasi? Oh nein! Monsterratten! Die 80er haben angerufen. Sie möchten ihre Monsterratten zurück. Riesenratten. Also auf jeden Fall könnt ihr alles lesen. Es ist ja alles riesig, dieses Menü. Aber das war schon damals so. Weg mit euch, genau. Wie gesagt, wir haben es hier mit einem Spiel zu tun, das in einer Zeit erschienen ist, in der vor allem die Konsolen die Hauptplattform für solche Games waren. Ich will ganz kurz etwas an der Helligkeit schrauben, wenn das geht.
Einfach weil das Spiel sonst sehr dunkel ist. Naja, so richtig viel heller ist es jetzt auch nicht geworden. Kein Kind des Staubs darf entkommen. Hilfe! Bitte! Irgendjemand muss mir helfen! Ich komme! Ich komme! Halte durch! Halte durch! Ich bin gleich bei dir! Ihr da! Ihr dort oben! Bitte helft mir! Bitte! Noch mehr sterblicher Abschaum! So, unsterbliche Tuata-Soldaten, dann bringen wir euch mal um. Oh, ich kann ihn plündern. Oh, abgewetzte Rüstung. Die ziehen wir doch gleich mal an. So. Ja, Mensch. Sehe ich gleich viel cooler aus. So, wo ist der andere von denen? Ich weiß es nicht, aber hier ist noch eine Truhe. Alte Stiefel sind da drin. Ach, da ist der andere. Das Kampfsystem erinnert sehr an Fable. Und es fühlt sich auch so an. Es fühlt sich wirklich an wie so ein altes Xbox 360-Spiel. Alte Stiefel wollte ich anziehen und meine Hose wieder. Dankeschön. Ich will meine Hose zurück. Nein, ich will deine Hose. So, die Hose eines Toten. Sehr schön. Oh, danke. Ich danke euch. Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre, ihr... Funktioniert! Bei den Büchern! Es hat funktioniert! Ihr lebt! Ich bin nicht tot? Nein, nein. Eindeutig nicht. Jetzt nicht mehr. Aber ihr wart es. Der Seelenquell hat euren Körper neu erschaffen. Dabei dachten wir schon, ihr wärt nur ein weiterer Fehlschlag. Aber der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert! Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Ich habe auch Fragen. Wer ist Hughes? Professor Fomorus Hughes. Der Seelenquell ist sein Lebenswerk. Die Tuata dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen! So, ich darf noch weitere Fragen stellen. Was ist der Seelenquell? Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Ja, das habe ich verstanden. Trotzdem nochmal tot? Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten. Das glaube ich jetzt einfach mal so. Die Angreifer? Du meine Güte, ihr wisst es nicht. Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuata Deon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Okay, verstehe. Und wo ist jetzt dieser Hughes, von dem du sprichst? Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein, zumindest hoffe ich, dass er dort ist und in Sicherheit. Das finden wir jetzt heraus. Genau, kümmere du dich um die Tür. Ich schaue, ob ich hier noch irgendwas looten kann. Ihr geht vor. Zum Glück ist es nicht wie in Skyrim. Man kann nicht alles looten. Das wäre wirklich schlimm. Aber irgendwas war hier noch. Ach nee, hier ist Enzel. Okay, gut. Dann, die Tür ist offen. Ich rolle hindurch. Das ist es, worauf sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes.
das war jetzt laut. Ganz kurz, das ist mir zu laut. Ja, der Seelenquell. Da ist er. Und hier liegen weitere Tote. Und das ist das Wasser, in dem ich gebadet wurde. Sieht schon cool aus. Hier fliegt gleich alles in die Luft und es ist super laut dabei. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Einen Schild besorgen. Ah, Holzkisten sind zerstörbar. Ach, fuck, wir können also doch alles durchgucken. Na gut, aber zumindest geht das schneller und ich sammle automatisch das Zeug ein. Schlechte Beinschienen und zwei Dietriche. So, jetzt möchte ich doch mal schauen. Schlechte Beinschienen geben mir 5 Rüstung plus Blockeffizienz. 3 Rüstung und Volltrefferschaden. Da bleibe ich lieber beim Volltrefferschaden. Den Schild finde ich da hinten. Ganz zufällig so platziert, dass ich ihn auch finde. Ich muss ganz kurz nochmal. So. Primitiver Eisenkeitschild. Okay. Den lege ich über Waffen an, oder? Sekundäre? Nein. Über Rüstung? Ah ja, über Rüstung. Ui. Ich sagte schon, die Items sehen Moment hier mal. Wirklich sehr, sehr cool Habt aus. Ihr etwas gehört? So. Zack. Ah ja, ich trage den Schild. Ich trage den Schild nicht die ganze Zeit mit mir herum, sondern ich ziehe ihn, wenn ich ihn brauche. Oh, hier, fett weggeblockt. Oh, fuck. Jetzt aber. So. Ihr werdet mehr brauchen als nur dieses Schwert. Der dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch. Yeah, einen Bogen. Gib mir deinen Bogen. Oder war es der andere mit dem Bogen? Wo ist der Bogen? Auch kein Bogen. Wo ist denn der Bogen? Irgendwer hatte doch einen. Anscheinend. Ach, da vorne. Du hattest einen Bogen. Ein Langbogen. So, Waffen sekundär, Langbogen. So. Hui! Und die Pfeile regenerieren sich, glaube ich, automatisch. So war das doch, oder? Dort vorne sind Bogenschützen. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Okay, das ist dann sehr einfach. Sie ist offen. Na los, geht schon. Ich gehe hindurch. Keine Sorge. Wir werden es schaffen, Enzel. Wow. Ah, drücke und halte. Zack. So. Da hinten ist noch eine Truhe, so wie ich das sehe. Goldmünzen, abgewetzte Dokumente und Dietriche. Kann ich mir die Dokumente jetzt anschauen? Die Schrift auf diesen Dokumenten ist völlig verblichen. Die Dokumente sind wertlos. Wunderbar, ein Verkaufsgegenstand.
rostige Beinplatten. Nee, das klingt schon zu schwer für mich. Ich will doch ein schneller Assassine sein. Hoffe ich zumindest, dass das geht. Tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett. Dann gib mir Dolche. So. Einen Gegner überraschen. Am besten würde das ja gehen, wenn ich mich ducken könnte. Sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Oder ich bekomme jetzt Schleichen? Verstohlenheit. Die Mechanik ist ähnlich wie in The Elder Scrolls. Das Auge füllt sich da nur langsam. Seins wird sich gar nicht füllen. Yeah! Abgestochen! Ich könnte allerdings auch beide mit mächtigen Pfeilen. Ach so, das geht jetzt natürlich nicht. Weil wir in der Schurkendemo sind. So, noch mehr Dietriche. Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Sturmbolzen. Unglaublich. Was seid ihr? Tja, ich bin Superman. Hughes, wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Claude wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen. Aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und scholaren Arbeit am Gelingen dieser Aktion. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung der Probleme mit dem inneren Zusammenhalt der Schöpfungen des Quells führen könnten. Ich hätte besagte Symptome gerne gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meine Befehle zur Verabreichung von Gegengiften rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass diese ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für mein unaufhörliches Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich inständig darum, mich aus dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Muss ich dann jetzt gegen Spinnen kämpfen? Ich hoffe nicht. Zerrissene Roben, ein bisschen Gold, Schlangengift und Mana-Trank. Hier fällt einfach alles zusammen. Oh nein! Doch gegen Spinnen kämpfen. Kommt schon! Wir haben keine Zeit zu vergeuden! Los! Los!
So, einen Stab. Und der Stab richtet nach Feuerschaden an. Könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hindurchbrennen? Ja, okay, sehr, sehr cool. Spinnen, verbrennt sie, los, verbrennt sie! Stirb! Because of Feuer! War das gut? Ich denke, das war gut. Ein Spinnensack. Alte Schuhe, Goldmünzen, Schädel, Knochen. Ich denke, die Schuhe haben mal dem Schädel und der Knochen gehört. Ich würde ganz gerne alles nehmen. Solange ich noch alles nehmen kann. Solange mein Inventar noch nicht überfüllt ist. Noch mehr Spiders. Ein Riesenspinnenproblem. Na, komm her, komm her, komm, komm, komm. Und da habe ich sie abgebrannt. Sü, 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 sü. Genau, das möchte ich. Ich möchte von hier verschwinden, sobald ich noch mehr Heiltränke und Dietriche gelootet habe. Dann hoffe ich, dass hier der richtige Weg ist. Ansel, ihr seid am Leben. Und wer ist das hier? Genau das versuche ich herauszufinden. Er ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollt ihr besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell, bevor diese Tour... Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Yus schafft. Wir können die Tuata hier aufhalten. Ich brauche Hilfe, 5%. Ich kann mit euch kämpfen. Ich brauche Hilfe. Mehr Hilfe. Ich kann nichts mehr für euch tun, außer hier zu bleiben und die Tuata aufzuhalten. Aber immerhin ist das hier ja die Rüstkammer. Durchsucht die Truhen. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Mit ein wenig Glück sehen wir uns dann draußen. Wir sehen uns draußen, falls es das Schicksal so will. Das ist also Claude, also der, der nicht mehr Teil des Entsorgungstrupps sein möchte. Wen haben wir hier? Prätorianer. Okay, der Typ ist schon relativ im Arsch. Ah, eine Plattenrüstung. Nichts schützt einen besser als mehrere Schichten undurchdringliches Metall. Nein, keine Platte. Rüstungen sind zwar dünn, yes. Dafür seid ihr in ihnen aber auch schnell genug, um einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Deshalb wird sie von Magiern bevorzugt. Nein, nicht alles nehmen. Na gut, jetzt habe ich doch alles genommen. Nun gut, dann ziehe ich mir meine neue Lederrüstung an. Hände. Immerhin rostige Stulpen. Sind aber alles schon Sachen, die ich auch während meines Durchlaufens hier schon bekommen hatte. Also quasi für die Leute, die bisher noch keine Kiste gelootet hatten. Dann lasst mich durch. Der Seelenquell. Da ist er nochmal. Ein besserer Überblick mit gedrücktem rechten Stick. Ich laufe einfach weiter. Irgendwas wird schon passieren. Oder auch nicht.
Hier scheint das Labor von diesem Hughes zu sein. Ich sollte meine Waffen schnell nochmal um... genau. Eisendolche. Die möchte ich benutzen. Ihr habt es geschafft. Und seht euch nur an. Trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Tuatha. Eure Rückkehr von den Toten. Bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Formoros Hughes. Und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck. Dem Seelenquell. Dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr... Ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Zum Beispiel über den Seelenquell. Er war mein Lebenswerk. Das Resultat jahrzehntelanger Forschungen mit nur einem einzigen Ziel. Den Tod selbst zu überwinden. Und nun seid ihr der einzige Beweis, dass er ein Erfolg war. Aber warum hat er bei euch funktioniert und bei niemandem sonst... Was unterscheidet euch von den anderen? Es gibt so viele Fragen. Und wenn wir antworten wollen, müssen wir euch an einen sicheren Ort bringen. Wer sind die Angreifer? Ihr wisst es nicht. Sie werden die Tuatha genannt. Sie waren einst Feien des Hofes des Winters. Doch dann wurden sie von ihrem Herrn Gatflo verdorben. Aber wie haben sie uns hier draußen nur gefunden? Wir sind meilenweit von den Kämpfen entfernt. Dalentat ist bisher vom Krieg unberührt geblieben. Und warum sollten sie den Quell angreifen? Fragen über Fragen. Die Feier. Die Feien sind kompliziert. Ich könnte allein 10 Bände darüber schreiben, welche Auswirkungen die Unsterblichkeit auf ihr seltsames Ständesystem der Höfe hat. Vielleicht noch ein paar mehr Sachen über dich? Ich bin Formoros Hughes. Schola des innersten Zirkels der Kunst der Belebung. Wir stehen hier über meinem Lebenswerk, dem Seelenquell. Aber es gibt so vieles, was ich über euch erfahren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein wenig durcheinander seid. Ein Nebeneffekt des Prismeer vielleicht? Die Form des Beckens? Nein? Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Tja, wenn. Mein Tod. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Aber euer Tod ist auch für mich ein Rätsel. Es scheint, als wären eure Erinnerungen mit eurem Körper gestorben. Wisst ihr, der Quell ist so konzipiert, dass er die Seele eines kürzlich Verstorbenen einfängt und dann in seinen Wassern dessen körperliche Gestalt neu erschafft. Eigentlich ganz einfach. Eure Wiedergeburt ist die erste, die wir wirklich einen Erfolg nennen können. Es gab zuvor schon andere, aber die Ergebnisse waren irgendwie nicht richtig. Die Tuatha. Die Tuatha sind eine radikale Splittergruppe der Feien. Sie sind wahnsinnig, blutrünstig und unsterblich. Selbst wenn sie sterben, kehrt ihre Essenz in ihre Heimat zurück, um später wiedergeboren zu werden. Sie hassen Sterbliche wie euch und mich und wollen uns vom Antlitz Amalurs fegen. Ich kann nur vermuten, wie sehr sie die Vorstellung hassen müssen, dass auch Sterbliche wiedergeboren werden können. So, die Nebenfragen habe ich durch. Was geht hier vor? Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuatha sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Ich bleibe und kämpfe. Auf keinen Fall. Ich habe meine Aufzeichnungen, aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Es ist einfach so, dass ihr... Wartet, wo wollt ihr denn hin? Faszinierend. Einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr, Professor Hughes, Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen! Sie sind dabei!
Ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell. Folgt dem Weg bis ins Dorf Bohr. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben. Oha, ein ziemlicher Combat-Gnom. So, ja, ein bisschen was erfahren. Jetzt müssen wir aber auch schon direkt weiter. Nö, das passt alles. Okay, na dann. Fliehe aus dem Turm und sterbe dabei nicht. Boah, ist alles so laut, finde ich dann, wenn es hier so richtig losgeht. So. Na toll, ach so. Ah, mit A gedrückt kann ich spurten. Dann geht es nochmal ein bisschen schneller hier. Boah, ja, zack. Schön einen reingeburnt. Aber dadurch verliere ich Mana und Mana lädt sich nicht so einfach nach. Also es lädt sich schon nach, aber nicht so schnell während des Kampfes. Da brauche ich dann Mana-Tränke. Die habe ich ja zum Glück. So, weiter geht's. Hier. Hallo, du Monstrum. Reiß diesen Turm in Stücke. Ein Monster? Na wunderbar. Der erste Bossgegner. Nur am Ausweichen hier. Nur am Ausweichen. So, mein Freund. Mein Freund Felstroll. Oh ja, das gibt dir richtig, ne? Boah, hier. Zack, zack. Dolche und Strom. Oh Gott. Tja, leg dich nie mit einem Dark Souls-Spieler an. Ausweichen, das können wir. Naja, so ein bisschen jedenfalls. Schnell noch Mana nachgeladen. Und dann gibt's richtig auf die Schnauze hier. Okay, für solche Kills gibt es Bonuserfahrung. Knappes Ring. Goldmünzen, trübe Schutzscherbe und noch so ein bisschen Kram. Scherben werden beim Gemmenschleifen verwendet. Ah ja. Oh. Ah ja, hinter mir bricht jetzt alles zusammen und wir sind raus aus dem Tutorial und in der offenen Welt, ihr lieben Leute. Ja, so sieht's hier aus. Cool, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. In diesem Sinne, ihr lieben Leute, würde ich sagen, machen wir auch ein kleines Päuschen. Ich freue mich wie immer an dieser Stelle auf eure Kommentare, auf euer Feedback und hoffe, dass euch die erste Folge soweit schon mal gefallen hat. Kingdoms of Amalur wird ein richtig schönes Rollenspielchen. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz dolle fürs Zuschauen und sage, gehabt euch wohl, haut rein und bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.